So, meine lieben Gaming-Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge hatten wir natürlich endlich unseren dritten Orden erhalten können, war ziemlich eine brenzlige Situation. Nun sind wir nun auf Route 212 südlich von Herzhofen und wir machen uns jetzt nun auf den Weg zum vierten Orden zu Weideburg. Denn hier befindet sich unser nächstes Arena, aber wir müssen natürlich jetzt richtig schön fest ankämpfen. Ja, hallo. Sehr aufmerksam von dir, den örtlichen Polizisten zu grüßen. Naja. Jetzt nicht so etwas Besonderes. Diese Polizisten können wir erst in der Nacht kämpfen. Das war ja auch damals auch für der Fall gewesen. Aber da kommen wir nicht drüber ran, weil wir brauchen natürlich Surfer. Das haben wir derzeit nicht. Na bitte, dann werden wir mal halt ein paar Trainerkämpfe durchziehen, damit wir ein bisschen stärker werden. Denn der nächste Arena-Kampf wird nicht so einfach sein, ihr müsst recht denken. Aber bis wir dann den nächsten Arena erreicht haben, wird es noch wahrscheinlich ein paar Folgen dauern. Dann Zeit, mal Psychoklinge einzusetzen, Tiny. Bam! Ich muss jetzt heute am Abend jetzt noch vorproduzieren meine Parts, weil jetzt sind meine ganzen Let's Play-Vorräte abgegangen, ausgelaufen. Also nicht wundern, warum ich jetzt gerade Let's Plays jetzt vorproduziere, anstatt später. Aber ich hoffe, ihr habt dafür natürlich Verständnis. Und ja, Leute. Würde ich jetzt sagen, ich weiß ja selbst, das neue Jahr hat gerade erst begonnen, seit fast 9 Tagen oder 10 Tagen schon. Und ich weiß, für viele Leute ist jetzt irgendwie Pokémon Leuchtende Perle weniger beliebt. Ich weiß ja selbst, aber hey, ich habe irgendwie doch Bock weiterhin zu Let's Playen, trotz der richtigen Aufrufeinbrüche in den letzten Monaten. Ich weiß schon selbst jetzt, naja, also jetzt die letzten Tage noch. Ich weiß jetzt, die Winterferien sind schon bereits für viele Leute vorbei. Und alle sind jetzt wieder mal in der Schule oder im Studium oder sonst was. Oder für diejenigen sind noch mindestens in Quarantäne und sitzen zu Hause auf dem PC und haben nichts anderes zu tun. Ich habe nicht mit Deine gesprochen, sondern an dem Baum. Ich liebe die Musik von Route 212. Es ist einer der besten Route-Themes in Sinnoh. Der Platz der Treue und das Pokémon-Landgut gehören zu den gleichen Besitzer. Okay. Und da ist das Pokémon-Landgut. Eine Villa mit voller Kangama-Statuen. Und natürlich sind auch diese 2 Trainer hier. Ist ja auch logisch. Wir werden natürlich jetzt alle Trainer erledigen. Die Polizisten können wir erst nur in der Nacht kämpfen. Also das wird jetzt wohl leider nicht der Fall sein. Daher ist ein bisschen ein Training auch sicherlich sehr gut angesagt. Aber wir sind jetzt mit Luxtra ziemlich overpowered. Also wir haben dann weniger Probleme damit, den Arena-Leiter, weil Elektro-Pokémon sind jetzt sowieso jetzt im Vorteil gegen Wasser-Pokémon. Ich weiß schon selbst, der Arena-Leiter wird sowieso jetzt kein Unbekannter sein. Den wir schon bereits wahrscheinlich kennen in dem 4. Gen-Let's Play damals auf Pokémon Platin. Und ja, ich weiß selbst, meine Let's Plays sind jetzt nicht so sehr besonders mal interessant als in den letzten Monaten zuvor. Ich weiß, früher waren meine Let's Plays mehr beliebter. Die Aufrufanzahlen waren ziemlich überraschend hoch. Was mich aber richtig wundert, warum YouTube jetzt nur meine alten Videos mehr empfiehlt als meine neuen. Und ja, ich weiß, viele Leute haben abonniert für meine Let's Plays vom damaligen Let's Play, aber viele Leute scheinen wohl jetzt eher weniger interessiert zu sein auf meinen heutigen Let's Plays. In Pokémon Leuchtende Perle oder Final Fantasy 2. Nein, Final Fantasy 2 sind die mehr interessiert, aber bei Pokémon sind die jetzt irgendwie weniger interessiert als zuvor. Es kann auch sein, dass ich dann wahrscheinlich mein Content auch ändern werde, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit Pokémon aufhöre. Keine Sorge, Pokémon ist natürlich mein Hauptcontent. Andere RPG-Spiele oder sowas, oder auch wie ich auch GTA gezockt habe und so weiter, werden natürlich auch noch Let's Played in nächster Zeit. Hier geht es zum Ziergarten. Er steht allen Besuchern offen.
Aber Vorsicht, im Garten können plötzlich viele Pokémon auftauchen. Okay, dann schauen wir mal hier drin, was hier gibt. Ich verlange sie doch gar nicht, ich mache nur eine kleine Pause. Na, was du nicht sagst. Herr Zang, aber die Räumlichkeiten hier sind geheim und nicht öffentlich zugänglich. Okay. Da haben wir einen Superball. Den nehmen wir mal schön mal mit. Und dann sehen wir auch schon im Fernsehen, dass tatsächlich jetzt ein Pokémon-Wettbewerb stattfindet. Was ist das, dass man in Zielgarten Pokémon fangen kann? Wenn du das hier einen gefangenen Pokémon gibst, wird es schneller zutraulich. Hier nimm. Dann kannst du es gleich mal ausprobieren. Eine Sanftglocke. Ja, das hilft natürlich für die Zutraulichkeit. Da waren wir schon jetzt mal alle linke Seiten dort. Da geht es zum Ziergarten, da wollen wir natürlich jetzt nicht hin. Herr Reichel ist der Besitzer des Anwesens. Dies ist sein Büro. Hm. Reinspaziert. Willkommen in meinem prächtigen Residenz. Hier gibt es vieles, dass ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber mein traumhaft schöner Ziergarten. Warum weit reisen, wenn Pokémon sich ganz von allein in meinem prächtigen Garten tummeln? Du bist herzlich eingeladen, ihn dir anzusehen. Bitte nur zu. Seine Herrschaft ist wirklich eine übrigens gütige und großzügige Person. Die Pforten zu einem prachtvollen Ziergarten stehen allen Trainern offen, das spricht für sich. Du darfst dir die Pokémon-Statue gerne anschauen, aber bitte nicht anfassen. Ja. Wenn wir natürlich eh nicht anfassen. Aber da sind schon mehr Details reingepackt, Leute. Also wirklich herrlich hier. Tut mir leid, aber das Berühren des Statue ist strengstens verboten. Ja, okay, ich wollte nur anschauen, was da jetzt anzeigt, aber sowieso aussieht doch nichts. Na gut. Na, da ist der Zutritt verwehrt. Na gut, dann haben wir schon alles abgeguckt. Gut, dann machen wir uns jetzt schnell auf den Weg nach Weideburg. Bis dorthin dauert es noch eine Weile. Mir tun die Beine weh vom vielen Rumlaufen. Du gehst nur eh nur hin und her. Na gut, hier unten geht es dann weiter. Schauen wir jetzt die Karte mal an. Was sagt jetzt die Karte? Ja, bis dorthin ist noch ein ganz großer Schritt noch entfernt. Also werden wir natürlich nach Weideburg schon gehen. Und zum See der Kühnheit erst später. Denn hier befinden sich noch wilde Pokémon hier. Hier ist noch ein Elixier. Das natürlich die AP ändert. Und da fängt es dann schon zu regnen. Denn das ist jetzt eher das Sumpfgebiet. Hm. Ja, dann lassen wir auch mal deinen jetzt mal richtig mal hochleveln auf Level 33, 34 und die restlichen bekommen auch extra Erfahrungspunkte. Jetzt mal ein Schlückchen vom Red Bull nehmen. Hm. Damit ich jetzt wach bleibe für den heutigen Abend. Ich werde noch 3 Parts jetzt vorproduzieren für diese Woche, weil 4 Parts werden natürlich jetzt sowieso nur mit Final Fantasy 2 reingespickt sein. Also keine Sorge, es gibt 3-mal Pokémon und 4-mal Final Fantasy in dieser Woche. Aber ich weiß, der Part wird jetzt erst am Dienstag veröffentlicht, das ist ja auch klar. Da ich jetzt sowieso jetzt Final Fantasy dann hochladen werde. Am Montag. Stauner. Schon Zeit, dass wir jetzt etwas mehr Gas geben hier. So, Psystrahl. Und da haben wir schon die auch erledigt. Jetzt kommt Meryl. Zwei Blieb-Rätsel, wie hat er das hier gemacht? Gecheatet oder was?
So, Meryl ist jetzt mal schnell down. War ja klar. Dass nur Staravia einsetzt, ist ja witzig. Na gut. Smash, dein Auftritt. So, damit sind wir auch schon mit denen fertig. So. Was sagt jetzt nun der Beutel? Mal sehen, ob ich noch einen Beleber habe tatsächlich. Habe ich noch aufgehoben. Aber der Kampf war ziemlich heftig gegen Hilda, das muss ich schon ehrlich zugeben. Und da haben wir jetzt schon mal einen Forscher. Fühlt sich gut an, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Hm. Was du nicht sagst, mein Lieber, was du nicht sagst. Naja. Also was jetzt was in diesem Jahr noch vorkommt heute, Leute, ich weiß ja selbst, dass jetzt noch keine fixe Projekte noch geplant sind auf meinem Kanal, aber eins kann ich euch nur versprechen, dass es dann großartige Let's Plays dann noch geben wird. Ich weiß aber nicht, was es sein wird, aber ich lasse es euch überraschen. Und ich weiß, viele Leute werden jetzt dann fragen, was kommt als nächstes nach Pokémon Leuchtende Perle. Vielleicht werde ich dann Pokémon Legenden Arceus etwas auf später verschieben. Hängt davon ab, ob ihr Bock habt, natürlich nach Leuchtende Perle ist doch zu sehen. Aber wenn ihr keinen Bock habt, dann werde ich was Neues machen. Und zwar vielleicht werde ich dann entweder halt ein ROM-Hack Let's Playen mit euch, weil es war schon lange Zeit schon geplant worden, und zwar Pokémon, ich weiß nicht, Pokémon Glazed werde ich natürlich jetzt playen, also einen englischen ROM-Hack vielleicht, wenn ihr Bock habt. Da Legenden Arceus jetzt eher für viele Leute dann schon bereits Let's Played wird, deshalb werde ich jetzt auch die neuen Let's Plays erst auf viel später verschieben. Also werde ich dann halt ein Pokémon ROM-Hack auswählen, das für mich eher passt auf meinen Kanal, und ja, ich weiß, es gibt nicht so viele gute Pokémon-Spiele, aber ich glaube, ich werde mal auf die alte Pokémon-Spiele jetzt mal wieder mal wechseln. Ich habe mal nachgedacht, vielleicht, wenn ihr Bock habt, können wir dann mal ein GameCube-Pokémon-Spiel zocken. Und damit wäre gemeint, Pokémon Colosseum und Pokémon XY der Dunkle Sturm. Wenn ihr Bock habt, werde ich das auch gerne tun. Also, ja, ich wollte nicht mit dir reden, Steiny. Natürlich ist das natürlich mein Kadabra, damit ihr es wisst. Okay, da wird natürlich der Fahrrad gebraucht. Und ich sehe schon jetzt gerade, mein Outfit leuchtet jetzt auf einmal grün, weil es immer dunkler wird. Ab 20 Uhr ist dann eh schon bald nachts. Natürlich habe ich auch geplant, dann später die Splatoon-Franchise dann zu Let's Playen in Zukunft, wenn ihr Bock habt. Also natürlich storymäßig. Online-mäßig werde ich natürlich erst das Splatoon 3 dann erst machen, ein paar Community-Streams, wenn ihr Bock habt. Aber es wird nicht so häufiges Community-Streams geben von Splatoon, weil ich natürlich dann... Die Community-Streams gibt es also dann nur ab 19 Uhr, das heißt jetzt wahrscheinlich nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. Aber mal sehen. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, weil mein Upload-Plan ist immer noch ab 16 Uhr, die normalen Uploads. Livestreams gibt es ja immer nur 19 Uhr. Wahrscheinlich auf YouTube und auf Twitch.
Ich weiß es, selbst auf Twitch bin ich jetzt schon seit 4 Monaten nicht mehr aktiv und irgendwann mal werde ich dann auch noch streamen auf Twitch, für die Leute, die jetzt keinen YouTube-Kanal haben. Weiß aber nicht genau, was ich streamen soll, weil jetzt mir sind jetzt total die Stream-Projekte komplett ausgegangen. Ich könnte natürlich Retro-Games wieder streamen, weil letztes Mal hatte ich gestreamt Disney's Aladdin für den SNES, was einer der einfachsten Plattformerspiele war. Ich kriege so viele Meldungen jetzt schon gerade auf meinem Twitter-Kanal, weil ich jetzt gerade gepostet hatte, wie viele Menschen mich jetzt gerade folgen und supporten auf meinem Twitter-Kanal, also auch auf meinem YouTube-Channel. Ich möchte euch doch trotzdem auch ganz herzlich bedanken, dass ihr über die Jahre mich unterstützt habt. Und ich hoffe, dass auch in diesem Jahr auch noch was Großartiges kommen wird. Ich weiß jetzt selbst, die Aufrufanzahl ist nicht so sehr ansehenswert, weil viele Leute sind ja, wie soll ich sagen, eher beschäftigt mit eigenen Dingen, eigenen Privatangelegenheiten, was ich nachvollziehen kann und akzeptieren kann. So, dann werden wir jetzt mal schön mal Lux 3 jetzt mal richtig trainieren. Ah, diese Bewegung ist super, diese Bewegungsanimation ist schon mal interessant. Ich frage mich selbst, wie wird denn bitte schön dann Georock dann vorbewegen? Also wenn ihr noch ein Pokémon sein wollt, es steht doch einiges noch in Verfügung. Also schreibt dann gerne in die Kommentare, weil ich auch euch dann reinbringen als ein Pokémon in mein Team. Also sagt mir dann Bescheid per Kommentar. Vorerst werden wir jetzt mal wieder mal mehr Trainer durchziehen, und zwar Angler. Beseitigen. Okay, Schmerbe ist natürlich ein Boden-Pokémon. Das war jetzt echt ein Fehler. Aber das ist wohl eher die richtige Route, wo ich jetzt gehe. Da ist es etwas einfacher. Und Schmerbe ist natürlich ein Boden- und Wassertyp. Und da kann ich ja leider keine Elektroattacken einsetzen. Da muss ich schon schön aufpassen. Ja, er hat auch sogar Bodenpo-Attacken auch bei sich. Ich finde das Regeneffekt hier in Leuchtende Perle und Strahlende Diamant sehr gut gemacht. Das während des Kampfes immer nur regnet, genauso wie in der Overworld. Finde ich auch ziemlich super umgesetzt, weil letztes Mal musste man immer sehen, jede Runde regnet es ein paar Tröpfchen, dann endet es immer wieder. Ah, die Attacke ging daneben. Shit. Und tschüss, Schalillus. Wieder mal ein Schmerbe. Nerviger war schon das mit dem Carpador-Team, einer in der zweiten Gen. Und ja, ich werde natürlich auch noch Heart Gold und Soul Silver auch wieder Let's Playen. Das sind auch jetzt die alten, zweiten Gen-Remakes. Aber wenn es dann schon bereits einen weiteren Remake gibt, bereits den nächsten Remake kommt, also von Pokémon Gold, Silber, Kristall, dann kann ich schon Heart Gold und Soul Silver komplett streichen von meiner Let's Play-Liste. Weil ich bin mal gespannt, was jetzt Game Freak dann noch zum Planung hat für das nächste Jahr, weil wir können jetzt nicht so großartiges, wir können auch noch großartiges noch erwarten, weil ich weiß ja selbst, Pokémon Legenden Arceus kommt jetzt in ein paar Tagen, weniger als ein Monat. Und ja, mal sehen, ob ich dann wirklich auch noch die ganzen Final Fantasy Franchises auch weiterverfolgen werde, weil ich habe ja so geplant. Privat habe ich natürlich darüber gesprochen mit Spongy und Dainy und meinen anderen Leuten, dass ich definitiv alle Teile von Final Fantasy Let's Play im Gegensatz zu die Online-Teile, das heißt Final Fantasy 11 Online und Fantasy 14 Online. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch den 14. Teil doch jetzt Let's Playen werde.
Wäre aber zu unendlich, das wäre dann doch natürlich der größte Haken, weil es gibt natürlich kein Ending in Final Fantasy XIV. Oh, das ist sehr Scherbensammlerin, das kenne ich schon sehr genau. Also, wie es aussieht, kommen wir schon langsam näher zum Ende unserer Route. Aber so wie es aussieht, haben wir noch sehr viele Trainer noch vor uns. Aber diese Route passt ja perfekt jetzt für Luxtra, damit er endlich jetzt ein höheres Level bekommt. Wenn es dort regnet, dann kann man nur vorstellen, dass die... Aber ich merke jetzt schon selber, die haben jetzt tatsächlich den Rutenschlag-Animation bei Bermelin verabgeändert. Früher hat es nur mit seinen Hintern nur gewackelt und dann war es auch schon. Das war bei Schwert und Schild der Fall gewesen, aber das haben die jetzt abgeändert. Hier ein schleuchtende Perle und strahlender Diamant. Na gut. Und ja, da sind wir jetzt nochmal im Schlamm. Uff. Ja, da gibt's auch immer diese ganze Moor, das uns versinkt. Keine Sorge, man geht ja hier nicht Game Over. Ich glaube, jetzt sind wir lieber an den Rand, damit wir nicht von diesem Schlamm eingesogen werden. Weil es wird uns immer, muss man hin und her wackeln mit dem linken Stick, damit wir voranlaufen. Weil wenn wir laufen, versinken wir schneller im Schlamm, also im Moor. Eher gesagt, es ist nicht Schlamm, sondern ein Moor. Ob ich im Moor feststecke? Natürlich nicht, du bist vielleicht lustig. Ich gönne mir lediglich ein Schlammbad. Andernfalls würde ich doch wild herumzappeln und versuchen, wieder rauszukommen. Ja, also egal, ob man oben links oder rechts geht. Man hat nur ein paar Sekunden Zeit, wieder auf den Beinen zu stehen und dann müssen wir wieder wechseln. Aber ich frage mich selbst, wann wird eigentlich Knospi zu Rosele entwickeln? Was ich ja das... Brauche ich da etwas? Ich weiß nicht. Haben wir Toxin gefunden. So, was sagt jetzt die Karte so großartig? Wir sind jetzt... Oh, wir sind gleich in Weideburg. Ist ja super. Dann haben wir den ganzen Part jetzt schon gleich bald Weideburg erreicht. Da werden wir dann bald den Arena-Orden dann schon den nächsten Part dann holen. Unseren vierten Orden. Anscheinend. Also da sind wir noch in Großmoor jetzt noch rumzollen und in See der Kühnheit. Und die nächste Route, die nach Schleide geht, auch noch mal abgucken. Ich glaube, Luxtra wäre auch sehr gut für den fünften Arena-Kampf, weil ich weiß ja selbst, was für ein Typ die Arena-Leiterin noch nutzt. Und es wird auch, aber ich kann auch, es kann auch sein, dass ich nach Final Fantasy 2 dann tatsächlich jetzt wieder mal eine Final Fantasy Pause machen werde. Oder ich ziehe trotzdem jetzt die ganzen Final Fantasy Reihe Klassiker durch. Natürlich im Gegensatz zu Final Fantasy 3, weil Final Fantasy 3 gibt es natürlich keine GBA-Fassung. Weil letztens wurde auch geplant von Square, dass Final Fantasy 3 für den GBA geplant wäre, aber sie konnten es nicht richtig umsetzen, daher... gab es nur leider einen 3D-Remake von Final Fantasy 3. Was aber ein bisschen abgeändert ist im Vergleich zum NES. Und dem Pixel Remaster. Ich habe mal nachgedacht, vielleicht mache ich dann einen Community-Stream auf meinem Twitch-Kanal für Final Fantasy-Reihe 1 bis 6. Also die Pixel Remaster, wenn ihr wollt. Und dann lade ich dann all meine Twitch-Streams auf meinem Zweitkanal hoch. Das wäre auch nicht schlecht, dass ich das so machen würde. Falls ihr das verpasst habt, dann könnt ihr es immer mit angucken. Aber ich werde nochmal überlegen.
Aber was denkt ihr dabei? Soll ich einen YouTube-Kanal für meine Twitch-Streams machen? Oder denkt ihr, nee, lieber doch nicht. Mach halt ganz normale Let's Plays und lade gar nicht die Twitch-Streams hoch. Ist ganz euch überlassen. Aber sagt es mir ganz bescheid in die Kommentare, was ihr dabei denkt. Ah ja, bald sind wir schon jetzt mit der Zeit gleich drüber gegangen. Scheiße. Ich ziehe noch jetzt noch ein paar Minuten noch durch. Also 3 Minuten, also 1,5 Minuten durch noch ein bisschen reden mit euch. Also, ich muss schon ehrlich sagen, ich habe irgendwie mehr Bock mit Pokémon Let's Plays. Ich weiß das selbst, aber ich möchte auch was anderes Let's Playen. Viele Leute werden jetzt denken, jetzt ja, wird Pokémon jetzt noch weiter ein Let's Play Content sein auf meinem Kanal? Natürlich. Pokémon wird ja nie wird für mich nie entgehen, weil ich bin ja natürlich mit dem Pokémon Franchise seit meiner Kindheit aufgewachsen und ihr wahrscheinlich diejenigen auch, die jetzt gerade voll Pokémon lieben. Ich weiß, viele Leute sind jetzt irgendwie mehr kritisierend, also mehr pingelig im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber man muss auch mal ich finde es eher optimistisch, dass das Pokémon Leuchtende Perle und Strahlende Diamant doch jetzt einer der beliebtesten Pokémon-Spiele ist auf der Switch. Ich weiß, viele Leute mögen diesen Chibi Overworld nicht, aber hey. Im Großen und Ganzen gefällt mir sowieso jetzt Pokémon Leuchtende Perle. Es ist egal, wie es aussieht. Hauptsache, es ist spaßig zum Spielen und man kann tatsächlich die Pokémon-Kämpfe sehr gut miterleben. Ich weiß nicht, wie soll ich das besser ausdrücken, aber für mich ist Pokémon Pokémon und es gibt auch manchmal schlechte Pokémon-Spiele, ja, ich weiß, wie Pokémon Channel und Pokémon Box für den Gamecube. Und da gab es auch noch Hey Pikachu. Hey Yo Pikachu, was natürlich auch ein Fehlschlag war für den N64. Das kann ich natürlich zustimmen. Ja, Pokémon hat manchmal schlechte Spiele, aber nicht viele schlechte Spiele. Aber wenn ihr denkt, ja, Pokémon Channel ist nicht so ein schlechtes Spiel, okay, kann ich nachvollziehen, jeder hat seine eigene Meinung. Aber für mich, meiner Meinung nach, ist Pokémon Channel kein Game, sondern eher ein Fernsehschau-Kanal-Spiel, wo man nur mit Pikachu Fernsehsendungen guckt, Shopping mit Shigi und so weiter, die Pichu Brothers in Anime-Stil. Ich habe es auch letztes Mal gedacht, einmal das zu Let's Playen, aber nee, das Spiel ist absolut nichts für mich mehr, weil erstens wegen den Anime-Clips ist der Grund und zweitens ist es nicht so wie mein Ding mehr. Aber naja, da sind wir schon jetzt in Weideburg angekommen und da scheint schon die Sonne wieder mal. Und das Wasser sieht da dort schon ziemlich schön und klar aus, ziemlich blau. Na gut, schauen wir mal jetzt zum Pokémon Center. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt zum Pokémon Center hier? Ah, ich wollte jetzt nicht da reingehen. Das wollte ich jetzt nicht, Moment. Da ist er auch schon. Na bitte. Wollen wir schon mal unsere Pokémon heilen. Und dann geht's im nächsten Part weiter hier in Weideburg. Denn wir sind jetzt gerade am Ende des Parts angelangt. Das war etwas länger als erwartet. Falls euch dieser Part gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Leuchtende Perle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pokatento. Ciao.